Moin, herzlich willkommen zu weiteren Folge Addison's Werbemann, zusammen mit Lukas. Wo ist das Pferd? Steht da einfach mit drinnen und kühn, Alter. Das arme Pferd. Bremsen! Ich gehe in die Wand. Rückwärtsgang. Und jetzt vorwärts. Ganz gemütlich. Upa, wir haben keine. Achtung! Ich bin immer drüber gelaufen. Da ist mit Vollgas hier. Wo ist er? Vollgas, hab ich gedacht. Der rennt. Das müsste gleich Fleisch. Die Bomben könnten schon mal ein bisschen schneller laufen an den Fässern. Muss halt upgraden, tune. Du, ich hab da einen Tacke mit 400 PS vorhängen. Wenn der anfängt, zerreißt der die Pumpe. Kann man den Fan eigentlich auch zum Schlachter bringen, würde fragen. Wird halt wahrscheinlich nichts bringen. Nee, bringt mehr, wenn er das verkauft. Ah, okay, Pferd ist drin. Striegel? Striegel lässt die Tür auf. 400 PS sagt nur vom Fass hängt. Das bringt nichts. Innerhalb von 2 Sekunden voll sein. Ah. Cool. Wie viel Platz ist denn da drin in dem Fass? 18.000. Boah, bedenkt. Ach. Hätte ich 2. Fass mitnehmen können. Oh, du sagst die Reifen zusammen. Ei, oh, da geht es was runter. Das ist alles ein Milch, was wir haben. 100 Liter, egal. Ich hab sonst keine mehr. Du dich schon irgendwo hast. Nö. Genau, ich wollte Kühe. Wie die Weide unten. Der Kuhstall ist ja voll. Wo ist denn der Waldra? In der Halle wahrscheinlich, oder? Ne, da müssen. Du hast gerade sagen, stehen. Wahrscheinlich eher nicht. Ah, da steht, okay. Mhm. Kannst du noch weiter gucken, was abgeht? Mhm. Ja, okay, gut. Waldra. Haben wir den Getreidetraut noch irgendwas laufen momentan? Ich glaub nicht. X, was haben wir da angesehen eigentlich? Die Getreidetraut ja, müssen leer. Okay. Weil ein bisschen Weizen, Gerste oder Roggen habe immer noch ein bisschen da haben. Auf jeden Fall. Für den Fall, dass man es doch braucht. Halt, die sind alle toll. Ja. Das fällt mir so leicht um. Aber das gebe ich vorne dran. Der Fall wäre beinahe umgefallen. Alter, das will. Sowas kann ich auch nicht haben, gell? Der Kran da ausgefahren ist die ganze Zeit. Von den Big Bag Anlagerungen. Alter! Wer hat das Gewicht hier dran gehängt? Tut dir mehr Schaden, als das hilft. Gott! Rutsch mein Traktor, ey. Was nasses? Du da vorne am Hang stehst? Vielleicht? Handbremse, bringt auch nichts, geil. Nur der rutscht. Ey, das ist LS, was erwartest du? Da oben schon ein Schlauch, gell? Ja. Ich glaube, da geht nicht alles rein, habe ich vermutet. Ach. Ah, 4000 Liter ist glaube ich Grenze. Oder? Ah. Das musst du den anderen Tank nehmen. Und dann musst du da oben ins Milchhaus.
Was ist denn im anderen noch drin? Nix. Ja. Okay, dann geht's ja. Ist leer. So, ich hole das Kühe. Tschüss. Was haben wir für Kühe? Schwarz-Weiße, gell? Oben im Stall. Haben wir nicht braun-weiß? Nee, ich sag schwarz-weiß. Alter, ich muss erstmal langsam fahren wie im Blitzer. Ja, da steht nämlich noch da. Da, jetzt können wir Gas geben. Aber mit Waldra sollte ich da schon drauf achten. Wie schnell ich fahre. Beim Blitzer. Das ist der Stoßlicht. Blitzer! Nein! 12 km zu viel. Mann, ich hab doch gebremst. Scheiß Dinger, ey. Nur 50 Euro. Mir gibt's hier keine Punkte, ey. Das wird noch fehlen. Das stimmt allerdings. Möchtest du die ganze Zeit mit dem Traktor durchs Gegend fahren? Ich könnte nur am Hof rumfahren. Lass mal gucken, was wir im Stall haben. Schwarz-Weiß. Was hab ich schon gesagt? Und braune Kälber. Das heißt, wir nehmen jetzt Brahmas gibt's ja nicht mehr. Kühe. Hier. So für die Tiere, ey. Nimm mal braun-weiß, oder? Die Weide. Ich weiß gar nicht, wie viel da eigentlich drauf gehen. So, Plane zu. Das sind die Krempe, bevor sie auf der Weide sind. Was für leckt sie jetzt so? Keine Ahnung. Hat ich Kühe gekauft? Also theoretisch könnte ich eigentlich beim Viehtransport die Plane auflassen, gell? Die Kühe kommen sowieso auf die Weide. Werden sie nochmal ein bisschen sauber. Ja, aber die kommen sowieso auf die Weide. Oh, ich hab's auf 50. Und dann beschleunige mal wieder. Aber ich glaube, jetzt verstehe ich gerade, was du meinst mit dem Waldraum in der Kamera. Ne? Weil das leicht links versetzt ist. Was ich sag ja, es sitzt man schief drin. Ja, irgendwie. Aber irgendwie. Das ist der ganze Sitz, der steht da falsch sitzt. Ja, der Sitz ist zu weit drüben. Das ist jetzt sogar, glaube ich, ein Scheinsmodus. Weiß gar nicht. Egal. Irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Ich merke nur gerade, dass er nicht sehr viel Leistung hat. Weil der hier mit dem Berg zu hoch tuckert. Da. Okay. Gucken wir mal, wie das da vorne abläuft. Was die genannte Futter brauchen. Also. Bremsen. Erstmal den Zaun aufmachen. Und dann gucken wir mal, wie viel da jetzt reingeht. Ach, das passt schon so. 20 Kühe gehen da rein. Das heißt, ich habe jetzt 6 Stück hingebracht. Boah, die bauen ja auch alles, ey. Echt alles? Ja, also auch halt TMR oder sowas. Ah, oh, ich glaube, wir müssen uns sogar mal gewickelt hinbringen. Ist gepresst. Ja. Mann. Laut meines Wissens. Ganz probieren, mal anhänger hinzufahren, aber ich glaube, dass es geht. Erst einmal sollte ich vielleicht mal die Weide wieder zumachen, bevor ich hier wegfahre. Das heißt, ich muss noch dreimal fahren. Dann haben wir die Bude auf voll. Alles klar.
Hast du den Wald eigentlich mal getankt oder weißt du? Ach, ich glaube ich. Keine Ahnung. Weil der ziemlich voll ist. So, hier sind 60, was ich habe. Ich glaube, vorne sind es 15. Das wäre ich der geblitzt worden. Oder nur ganz knapp. Oh Gott, nicht umfallen bitte. Ich hab Bock mehr, wenn einer umzufallen ist. So, erfahre ich im Kofferraum. Jetzt schön mit 50 hier vorbei. Und wieder Gas. Okay. Mir ist auch mal ganz recht, wenn der Regen mal aufhört. Könnte meine Zeit auf 5 stellen, oder? Oder? Ja, mach du. Ja, ich sitze keine Fahrzeugnummer. So, jetzt. Braunwein. Da. Okay. Oh, wieder zurück. Als nächstes ist dann Schweine in der nächsten Reihe. Weil mehr Stelle haben wir nicht. Wie viele willst du jetzt kaufen? Eine Bude voll. 24 Kühe, oder? Scheiße, da fällt das in den Alf. Hey, ihr bringt uns aber nichts. Gut, kannst du da schon mal hinfahren. Oh, hab ich gegriffen. Ich hab beinahe 70er Blitze vorbeigefahren. ne. Wäre teuer geworden. Allerdings. Bei 50 km/h bei 70 vorbeifahren? Ja. Ich glaube, das wären 300-400 gewesen. Einzige, was ich halt bei den Kühen auf der Weide halt scheiße finde, du bekommst halt jetzt keine Gülle und kein Mist, oder? Ne. Wir sind an der Weide. Aber du kriegst trotzdem Milch. Ja. Super. Wie viele Mist gibt's noch Schweine? Und die Zuchtanlagen, kriegst auch genug Gülle und Mist. So, wieder. Kühe raus. Und wieder fort. Warte nicht. Alter, mit 90 km/h in die Ortschaft. 100! Oh Gott. Ich glaube, der Pferdehof braucht eine neue Einfahrt. Und die brauchen ein neues Gewicht. Nein, ich habe 100 Sachen gegengebrettert. Was schreibst du eigentlich gerade? Hä? Ich hab eben verstanden, wem ich schreib. Was? Nee, was treibst du eigentlich gerade? Momentan Wasser aufgefüllt. Ah. So, war das 6, 12, 18. Das heißt, ich muss wegen 2 Kühen dann nochmal fahren. Ja, die können sich auch fortpflanzen. 2 Kühe, Alter. Das ist der Sprit teurer als die Kühe. Ja, so extrem jetzt auch nicht, aber
In zwei Kühen fahre ich dann bestimmt dann nochmal dahin. Sei ich in der Maschine, wo wir es nächstes Mal kaufen könnten? Nee, gell. Ich wüsste jetzt keine. Eigentlich. An sich haben wir ja momentan. Meine steht ein Drescher. Ich glaub das so. Ja, kann ich stehen hier. Das Wasser ist so gehen, man muss sich reinfahren. Nein, das ist ein Feld. Ah! Weißt du, so reinfahren, wie ich gerade das Feld gefahren bin? Reicht das so? Ja, ach cool, reicht. Ja. Okay, reicht. Ja, geht. Gar nicht gelohnt. Hä? Aber. Hast du jetzt alle drin? Nee, zwei Kühe fehlen noch, aber wegen zwei. Hey, nur 20 Kühe. War ich das nicht? Ey, das ist eine kleine Weile, könnte ich das mal an. So, jetzt habe ich schon 11.000 Liter Wasser da drin. Ja, kannst du so rausfließen lassen. Okay, jetzt brauchen wir ein Futter. Gucken wir mal. Ob die das im Anhänger nehmen oder. Ob das gepresst werden muss. Glaube ich nämlich eher. Wählerisch sind die scheiß Viecher. So. Haben wir hier noch was? Ah, haben wir noch. War ein bisschen nass, aber egal. Weil der futtert mich ja die ganze Zeit. Hä? Was ist das jetzt? Was ist? Ich würde gerne das Futter aus dem Futtermischer da. Aber? Ja, im Futtermischer steht Futter drin und im Anhänger ist TMR drin. Da ich muss das die TMR raus und dann wird es wieder zu. Nicht Futter. Dann kann ich es wieder rüber. Guck mal, ob's die Kühe brauchen oben, aber ich glaube, so viele brauchen sie nicht. Egal, ich bin einfach jetzt so lang. Im Endeffekt ist alles das gleiche. Was für eine Abkippseite haben wir denn rechts? Ja, nehmen wir mal hinten bitte. Ja. So, Kühe. Kann ich euch das so geben oder wollt ihr das nicht? Lass mal kurz die Weide auf. Geil, die nehmen so. Gut. Ah, das reicht nicht. Ah, doch. Ja, die reicht. 2222 Liter. Das reicht. Ja, jetzt bin ich gespannt. Was ein komisches Tier. Noch nie sowas gesehen. Machst du denn da, Alter? Hä? Ich fahr hier, warum? Was doch alles? Jetzt hast du denn hier das Futter kaputt gefahren. Ups, ich hab grad meine Fahrtrichtung geändert, ups. Welcher Knopf war denn das? Ach, der. Dankeschön. Das war mir so klar. Nein. Hilfe? Warte mal kurz, bitte. Ja. Okay. Es muss sein. Nein, ich im Baumfällen. Nein. Nicht?
Nein. Sicher. Ganz sicher. Nicht ins Feld. Nicht ins Feld. Oh, Junge. Du hast mich da auch geschossen. Ich komm gleich wieder. Ei. Ja, gut, an diesem Ende. Also danke fürs Zuschauen. Dass es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.